Hallo? Ah. Okay. Ja, und jetzt? Errungenschaft freigeschaltet. Wie fühlen Sie sich? Oh Gott. Das blöde Ding ist uns doch schon wieder gefolgt. Was? Ich muss noch mal ein paar Mal sterben? Ach nein, ich will nicht. Au, au, Katze. Erstmal, ja. Das ist das Allerwichtigste. Schrankstreams sind neu. Ja, ich habe mitbekommen, dass das Alien sich den Typ geschnappt hat, aber ich wollte es mir gar nicht mehr angucken. So ein Idiot, der hätte uns auch helfen können. Der hätte zum Beispiel irgendwo Lautsprecher anmachen können, irgendwo anders, sodass das Alien... Wo ist er überhaupt hin? Was? Finden Sie ein Medikit? Ich kann doch selber welche herstellen. Was habt ihr für ein Problem? Was? Tür verschlossen, war ja klar. Soll hier irgendwo ein Medikit sein oder was? Oh. Strom wiederherstellen, ich kann da nicht mal rein zum Versteckeln. Oh, scheiße. Ja, kacke, jetzt weiß ich, wo das Alien ist. Inventar voll, ist alles voll. Ja, und wo finde ich jetzt so ein blödes Medikit? Okay, irgendwo grün leuchtet irgendeine Kiste. Das kann ich alles nicht nehmen. Ich habe ja. Ich könnte höchstens noch selber ein Medipack machen. Wenn was von der Decke tropft, war es das? Ja. Spende ich jetzt hier? Ich finde halt nichts. Da müsste ich irgendwie reinkommen. Das wäre gut. Da ist es bestimmt drin. Ihr habt noch nichts gesehen, oder? Ja, ich... Hast recht. Ups. Okay, wir basteln mal noch ein... Medikit. Davon haben wir genug, davon haben wir genug. Bitte einmal basteln.
über uns rum. Ich gehe jetzt einfach mal da in den Schacht. Und guck mal, wo der hinführt. Ach ja, geht ja nicht. Da ist ja kein Strom. Ja, wenn es Ellen vor mir ist, dann... Vorne, wo die Kiste war, ist ein Medikit-Behälter gewesen. Hier? Irgendwo? Musst mich mal kurz lotsen. Wir haben ja leider eine Zeitverzögerung. Spitznass, da kannst du mich... Hier haben wir kein fertiges Medikit halt drin. An der Wand irgendwo war ein grünes Kreuz. Okay. Guck ich nochmal an die Wände. Das ist nur so ein Karton. Hier kann ich irgendwie bis auf die Kisten hier nichts machen. War hier noch irgendwas vielleicht? Nein. An der Wand ein grünes Kreuz, an der Wand ein grünes Kreuz. In dieser Anlage sind Synthetenkrankenpfleger tätig. Falls Sie lieber bei einem Menschen kommen wollen, melden Sie dies bitte. Wo denn? Nein, es sieht mich nicht. Okay, ja, vielleicht war es eins von den Kartons hier, von den Kartons. Ich weiß halt wirklich nicht, wo wir hin könnten jetzt. Wartung und Leichenhalle. Finden Sie ein Medikit. Ach genau, Taylor hieß die. Ach so, na gut, ich kann die ganze Krankenstation durchsuchen. Das heißt, wir bräuchten irgendwo, wir müssen gucken, dass wir den Strom wiederherstellen können. Damit wir da durch können. Was war hier? Ein Elektroschocker! Geil! Okay, so geht's natürlich auch. Okay, da können wir uns drin verstecken. Was, in der Schweiz gibt's aber, wo alles auf Alien getrimmt ist? Das ist ja mal cool. Okay, das können wir uns durchlesen. Machen wir auch gleich. Revolvermunition nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist hier vielleicht irgendwo das Medikit? Ich schätze mal, das ist in einem von diesen Leichenräumen, was auch immer. Da, das kann ich öffnen. Ups. Sprengkapsel. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Sender... Ach, okay. Okay, okay, okay. Inventar voll. Kann man das mitnehmen? Ist auch Inventar voll. Oh, scheiße, das hat mich gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Okay. Ja, das war wirklich, das war richtig knapp. Das war richtig, richtig knapp. Okay. Wieder raus. Gucken wir uns jetzt mal ganz kurz das Protokoll hier an. Wichtig, Marshall-Untersuchung.
Frank, ich muss mit dir reden. Ich habe hier eine Leiche, die zum Marshall-Fall gehört. Weiblich. Okay, wir können hier nichts zu Ende lesen. Das Alien wird wahrscheinlich dauernd hierher kommen. Okay, das ist plötzlich weg. Hallo? Okay, ist weg, okay. Oder kommt es nochmal hier rein? Cool, das werde ich googeln. Das werde ich googeln. Ja, kommt es jetzt nochmal her oder nicht? Junge, ich würde gerne die Protokolle hier mal lesen. Ja, das will mir bestimmt nur helfen. Ganz bestimmt. Das fängt schon an wie Käseliebhaber. Das ist bestimmt ein ganz liebes Haustier. Okay, jetzt lesen wir aber mal schnell die Dinger hier. Ja. Okay, wir waren beim Frank stehen geblieben. Marshall gehört weiblich, eine 30, Brustwunde. Ich habe keine Ahnung, wie lange Marshall Waits sie da oben behalten will, aber es ist eine ziemlich heikle Situation. Ich werde ihre Diskretion benötigen und ich werde auch ihr Vertrauen in diese Angelegenheit brauchen. Kommen Sie in mein Büro. Lingard, medizinische Offizierin. Okay. Umweltkontrolle. Hört ihr das aber an Stimmen? Frank, Ihre Bedenken bezüglich... Echt jetzt? Ach, kommt schon. Ich kann immer nur ein Protokoll lesen. Dann kommt das Scheißding schon wieder. Also es geht mir gerade schon ein bisschen auf die Nerven. Hast du nie gesagt... Hast du das nicht gesagt mit, es wäre ein liebes Haustier? Ich dachte, das wärst du gewesen. Ja, kommt es jetzt her oder nicht? Okay, Google. Mein Handy ist zu weit weg. Echt? Wer hat denn das vorhin gesagt? Wer hat denn vorhin gesagt, Alien wäre ein knuffiges Haustier? Entschuldigung, Käseliebhaber. Ich dachte, das wäre von dir gekommen. Okay, das kaschelt jetzt irgendwo da hinten rum. Blablabla, wohlergebenden Lebenden. Sie scheinen sich mehr um die Toten zu kümmern. Wenn sie um Energieschwankungen, die Temperatur in der Leichenhalle, Zustand der Leichen sorgen, passen sie das Kühlmittelsystem an, verschwinden sie einfach so schnell wie möglich. Blablabla, bla, bla, alles klar. Da ist nichts. Kühlsystem aktivieren. Warnung, Wasserstoffzylindereinheit U6 nicht gefunden. Ich schreibe mir das mal auf. Wasserstoff. U6. Vielleicht brauchen wir das noch. Kommt es jetzt nochmal hier rein oder nicht? Der will gar nicht nur umarmt werden. Achtung, da kann es bestimmt gleich rein. Das Blondierungszylinder U6. Was labert ihr? Was labert ihr schon wieder? Wo ist es denn jetzt?
Ah, Red Moonlight hat das gesagt. Red Moonlight hält also das Alien für ein nettes Haustier. Alles klar. Kesselliebhaber, ich nehm's zurück. Aber du bist genauso drauf mit, von wegen. Ja, mich in den Tod schicken mit deinen Ratschlägen hier. Okay, wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen irgendwie die Leichenhalle. Habe ich hier irgendwas vergessen? Vielleicht zu bedienen oder zu benutzen? Ich glaube, dass hier die Zylinder da rein müssen. Aber ich kann hier noch nichts machen. Kein Schalter oder sonst was. Aber ich habe einen Elektroschocker. Oh, oh, oh. Du würdest nie wollen, dass mir was passiert. Welche Kisten? Scheiß drauf, so. Welche Kisten übersehe ich? Welche, welche, welche? Wo, wo? Schließlich möchte ich noch einen nächtlichen Spaziergang mit dir bei Mondschein machen. Was? Die Kisten, die überall rumstehen. Wo stehen denn hier überall Kisten rum? Ich bin blind. Echt, ich sehe hier keine Kisten. Da Parship wohl einer. Kesselliebhaber, es tut mir leid. Ich habe schon jemand, der mit mir im Mondenschein spazieren geht. Links in der Ecke. Da habe ich doch schon geguckt. Das da meinst du, ne? Aber mein Inventar ist doch voll. Oder habe ich jetzt nochmal was gebaut? Ja, da, Inventar ist voll. Was war das? Okay. Also ich schätze mal, wir müssen hier mit den Flaschen irgendwas machen. Guck mal, da fehlt was. Da fehlt was. Das müssen wir bestimmt finden. Das ist das Einzige, wo so ein Ding fehlt. Hier so eine Kapsel mit Griff. Alles klar. Okay, die suchen wir und dann tun wir die da rein. Scheiße, war das knapp. Ja, ich crafte jetzt wieder. Oh shit, war das knapp. Okay. Wir craften jetzt was. Was können wir noch machen? Ein Geräuschemacher können wir zum Beispiel mal bauen. Aha. Mhm. Zum Basteln. Alles klar, haben wir gebastelt. Dann eine EMP-Mine. Ach nee, da haben wir ja wieder. Scheiße! Jetzt habe ich den Sensor verbaut. Fuck. Okay, das können wir schon mal nicht bauen. Was könnten wir noch bauen? Medikit, denke ich mal, haben wir jetzt genug. Eine Rauchgranate.
Oh, oh, kommt das jetzt wieder hier rein? Bitte nicht, das kam noch jetzt die ganze Zeit nicht mehr. Oh, hat das jetzt gesehen, wo ich mich rein versteckt habe? Nee, hat's nicht. Oh mein Gott. Nee, ich bin froh, dass das Alien nicht so gründlich sucht. Weil das steht da draußen jetzt. Das bleibt jetzt wahrscheinlich draußen stehen. Okay. Alles klar. Das nehme ich jetzt nochmal mit. Ich glaube, das checkt, dass ich hier drin bin. Ich glaube, das checkt, dass ich hier drin bin. Ja, ich stehe wie immer im Schrank. Ich bin nur im Schrank. Ah, der Käseliebhaber studiert, um der nächste Bachelor zu werden. Okay. Oh Mann. Oh Mann! Das nervt mich jetzt gerade. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Also ein bisschen Gänsehaut kriege ich trotzdem jedes Mal, wenn es hier reinkommt. Oh, wie süß! Käseliebhaber schenkt mir eine Rose. Okay, raus hier. Und die Schränke sind danach sauber. Was? Was laberst du? Okay, wir brauchen dringend so eine Flasche und dann öffnen sich bestimmt da die Leichenkammer-Dinger. Denke ich einfach mal, davon gehe ich jetzt mal aus. Lauter so scheiß Funksprüche, ich würde es ja gerne ausschalten. Vielleicht kommt deswegen das Alien da und hierher. Okay, ich sehe es gerade nicht, also. Mal ganz kurz hier suchen. Wir brauchen so einen komischen Tank, denke ich. Weil zumindest fehlt der dort. Sowas da könnte. Nee, das ist nicht das Richtige. Ach nee, das Alien soll sich einfach mal verpissen. Das ist auch nicht. Hier geht es in eine andere Abteilung. Oh Mann. Was labert ihr? Okay. Oh, waren wir hier nicht vorhin? Doch, hier waren wir. Da hinten wurde der Doktor abgeschnetzelt, ne? Der wurde doch hier abgeschnetzelt. Was ist denn los mit dem? Okay. Aber Leute, ich sag euch... Ich denke, ich weiß, ihr habt gerade total viel Spaß, aber ich würde sagen, dass wir an der Stelle aufhören, weil es ist schon... Ne. Wenn das jetzt hierher kommt. Okay, dann beende ich meinen Satz eben im Schrank. So. Also. Ach, Katze. Ich würde sagen, wir... beenden Alien an der Stelle, weil es ist schon voll spät.
Was ist Alien? Hat bestimmt alles sauber geleckt. Ach Mann, ihr seid schon welche. Okay. Ja, macht nur eure Witze. Das Raumschiff hieß Nostromo und nicht Ikea-Schrank. Sehr schön, sehr schön. Alles klar. Ja. Die Schränke brauchen auch mal eine Pause. Ja, so ist es. Die Schränke brauchen auch mal eine Pause. Ich besetze die hier die ganze Zeit. Deswegen speichere ich und verpiss mich hier schnell wieder zurück in den Schrank. Ta-da-da-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ja. Genau. Jetzt verpissen wir uns ganz schnell wieder in den Schrank. Und ah, nein! Toll. Toll. Wisst ihr, was jetzt ganz toll ist? Jetzt habe ich gespeichert. Was bedeutet, jedes Mal, wenn wir neu anfangen, stehen wir da vorne, das Alien kommt von der anderen Seite. Okay, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich muss jetzt irgendwo anders noch hin. Okay, wir verstecken uns in dem Schrank. So. Okay. Wir haben gespeichert. Und, weil es jetzt schon auf eins zugeht, also schon wieder viel, viel länger, als ich eigentlich wollte, würde ich sagen, wir beenden das an der Stelle und machen dann nächste Woche Mittwoch weiter. Ja, da kommt es schon wieder. Aber zu spät, zu spät.